Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und falls du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen. Ja, ich bin sehr unregelmäßig mit den Podcast-Folgen. Ich weiß, ich sage es ja wahrscheinlich in jeder Folge am Anfang, dass ich lange nicht da war. Aber ich mache halt so eine Folge nur, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was zu sagen habe. Und da ich häufiger mal so eine innere Stimme in mir höre, mit der ich auch arbeite, die mir sagt, ich habe nichts zu sagen, das ist so eine Bremse in mir, kommt es häufig gar nicht so dazu, dass ich eine Folge aufnehme. Aber ich habe ja das Klopfen zur Verfügung und ich arbeite dran. Vielleicht wird es in nächster Zeit ja besser werden. Ich habe so den Verdacht, dass ich da gerade auf einer heißen Spur bin. Ja, heute melde ich mich aber, weil ich aus Kreta zurück bin und da eine tolle Woche erlebt habe. Erzähle ich gleich. Und weil ich gestern auf Instagram ein Video gesehen habe. Und was das genau mit emotionalem Essen zu tun hat, das möchte ich gerne hier in der Podcast-Folge zum Thema machen. Also viel Spaß. So, aber bevor wir richtig loslegen, muss ich kurz dazwischen gehen, weil ich habe eine gute Nachricht. Es gibt ja so viele, die das Klopfen gerne kennenlernen möchten. Also das, die Arbeit, die ich mache und denen das ganze Endlich-Frei-Essen-Programm zu ein großer Schritt ist, um damit mal anzufangen. Für die haben wir das Sommercamp 2024 ins Leben gerufen und das startet am 2. Juli und wir werden uns den ganzen Sommer über an 6 Abenden treffen und dort werde ich euch das emotionale Essenklopfen beibringen, das ihr im Notfall nutzen könnt, um das Überessen zu stopfen, aber auch um prophylaktisch daran zu arbeiten, dass es deutlich weniger zu diesen Situationen kommen wird in Zukunft. Also wenn du da Interesse dran hast, dann schau mal in die Shownotes. Ja, ich bin gerade aus Kreta zurück und zwar nicht aus dem Urlaub, sondern von unserem jährlichen Workshop zurück, bei dem ich zusammen mit Ewald Dietrich Anliegenaufstellungen mache. Das heißt, Ewald leitet die Anliegenaufstellung und ich grätsche dann dazwischen, wenn ich sehe, dass wir da klopfen können und dass wir da vielleicht ein bisschen tiefer gehen können oder dass es da ein bisschen schneller vorangehen kann, weil das Klopfen ja doch sehr dynamisch und schnell ist und man kommt fix weiter, obwohl man sehr tief geht. genau. Und das machen wir da auf Kreta am Strand direkt. Also auf einem Rasenfeld unter Palmen neben dem Strand. Und wir treffen uns da vor Ort und bearbeiten dann die. Jeder bringt sein eigenes Thema mit und daran arbeiten wir dann gemeinsam. Das ist total schön, weil es innerhalb von einer kleinen Gruppe ist. Die Gruppe hält wahnsinnig gut das Feld, so dass die einzelnen Teilnehmer doch sehr tief gehen können und vieles in sich auch entdecken können, also Tabuthemen ansprechen können, von denen sie vorher gar keine Ahnung hatten. Und die Lage ist halt wunderbar. Also es ist direkt am Strand. Man kann halt zwischen den einzelnen Aufstellungen dann auch zur Entspannung kurz ins Wasser gehen, alles im Meer lassen, sich wieder kurz erden und dann mit neuer Kraft in die nächste Aufstellung gehen. Nebenbei, das Essen ist wunderbar, das Wetter ist total toll, also es ist alles super, um sich da eine schöne Zeit zu machen und da dann so arbeiten zu können, für mich ist es ein Traum, dass das meine Arbeit ist. Genau, und wir waren eine reine Frauengruppe, bis auf Ewald, obwohl Ewald ganz deutlich gesagt hat, er wäre Jungfrau, das würde schon noch passen. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass ein Thema ganz besonders in den Vordergrund gerückt ist, was mir im Einzelcoaching ganz häufig begegnet und was halt auch ein Teil von meinem Programm, von dem Endlich-Frei-Essen-Programm ist. Und das ist das Thema der körperlichen Grenzverletzung. Vielleicht hast du meine alte Podcast-Folge zu diesem Thema schon gehört, aber ich mache es mal ganz kurz. Körperliche Grenzverletzungen sind für mich alles das, was in der Kindheit passiert, von Kritik am Körper, irgendwie ist das nicht, du wirst zu dick oder das kannst du nicht anziehen oder wie siehst du eigentlich aus, bis hin zu Mobbing in der Schule und auch Erlebnisse wie sich unsicher fühlen im eigenen Körper, das heißt
vielleicht auf der Straße spazieren gehen als Teenager und dann pfeift der Bauarbeiter hinterher und man fühlt sich unsicher, bis hin zum furchtbaren Thema des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung. Leider sind diese körperlichen Grenzverletzungen einer der größten Gründe für Suchtverhalten und besonders auch für emotionales Essen, weil das mehr Gewicht, also das Essen und mehr Speck am Körper zu haben, gleichzeitig das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt. Also dahinter steckt ganz häufig ein Glaubenssatz, wenn ich nicht zu sexy bin, dann passiert mir auch nicht das wieder, was mir damals passiert ist. Und das, was mir damals passiert ist, das war so schlimm, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Also da geht es darum, dass eine krasse Existenzangst mit etwas Speck am Körper besänftigt wird. Und ich finde, das ist ziemlich schlau, das ist gut nachzuvollziehen. Es ist nur so, dass den meisten das überhaupt nicht klar ist und dass sie dann ständig versuchen, durch irgendwelche Veränderungen im Außen ihr Essverhalten zu verändern. Und kaum hat das mal funktioniert, kommt jemand und macht ein Kompliment, dass das super aussieht. Und dann kommt es halt zum Jojo-Effekt. Also dann tritt nämlich dieser Anteil, der noch so existenzielle Angst hat, wieder in den Vordergrund und sorgt dafür, dass es zur nächsten Essattacke kommt. Und man wundert sich, warum das jetzt nicht, warum man das Gewicht nicht halten kann. Na, also es ist ein weit verbreitetes Thema und ja, mir liegt viel am Herzen, dass man, auch wenn es so ein heftiges Thema ist, dass das besprochen wird, dass das in die Welt rausgeht und dass den Frauen oder auch wahrscheinlich auch einigen Männern, das ist ja noch ein größeres Tabuthema, dass denen klar wird, dass solche Fälle in der Vergangenheit nicht einfach nur unangenehm waren, sondern ge dass genau diese Fälle dafür verantwortlich sein können, dass es zu Übergewicht führt. Und jetzt meine ich nicht, dass es halt zu sehr viel Übergewicht führen muss, das gibt es auch. Aber es kann auch sein, dass diese 3, 4 Kilo, die man unbedingt noch loswerden will, dass die immer wieder draufkommen, dass die schon ja, ein Zeichen, also ein Symptom dafür sein können, dass so eine Geschichte im Hintergrund passiert ist. Ja, was passiert bei dieser Arbeit? Darüber wollte ich eigentlich sprechen, weil das so wahnsinnig faszinierend für mich ist, zu sehen. Also, wenn sowas passiert, und daraus ein Trauma wird, dann hat das Kind damals oder die Jugendliche damals nicht die Sicherheit im Gepäck gehabt, dass ihr geholfen wird, wenn sie darüber spricht oder wenn sie sich wehrt, dass sie ein Recht darauf hat, sich zu wehren oder dass das Kind einfach totale Angst hat davor, sich zu wehren, oder dass es einfach extrem überfordert mit der Situation ist, besonders wenn es sich um sehr junge Kinder handelt. Natürlich muss vorher schon was passiert sein, dass dieses Kind sich so unsicher fühlt. Und meistens sind das einfach nicht immer emotional erreichbare Eltern, was ja sehr schnell passieren kann. Aber es sind auch Aberkennungen von eigenen Bedürfnissen. Also das, was du gerade fühlst, das passt mir gerade nicht. Das kann auch so nicht sein, wie du es fühlst. Du musst anders fühlen. Wenn Kinder so etwas häufiger hören, natürlich nicht in der Form, das ist eher wie, ja, das kann nicht sein, dass die Strumpfhose jetzt kratzt. Ich habe ja eine extra Weiche für dich gekauft. Oder, nee, du kannst doch jetzt nicht schon wieder Hunger haben. Oder, also es sind solche Kleinigkeiten. Oder gib der Tante doch ein Küsschen. Sei doch nett. Auch wenn du es noch so eklig gefunden hast, ne? Dabei lernen Kinder, dass sie lieber nett sind und lieb, anstelle deutlich Nein zu sagen. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie den, in Anführungsstrichen, Opfern, denen sowas passiert ist, also besonders auch die Missbrauchsfälle, sagen, dass sie schuld daran sind. Sie hätten ja nur Nein sagen können. Darum geht es mir überhaupt nicht, weil ein Kind, das sich nicht wehrt, konnte sich nicht wehren. Also da ist vorher was vorgefallen und meistens liegt da schon ein Trauma im Hintergrund, dass dieses Kind in den Todstellenmodus verfällt. Das ist eine Traumareaktion und sich nicht wehren kann. Also hier um Schuld geht's überhaupt nicht. Wenn überhaupt, dann geht es um Schuld beim Täter. Genau. Und in dem Zusammenhang
So wunderbar das war, auf Kreta das zu sehen, wie man beim Klopfen dem inneren Kind die Macht wiedergeben kann und wie sehr sich diese Frauen dann selbstsicher gefühlt haben und in Gedanken in diesem inneren Kind, in der Situation, wir gehen halt zurück in die Situation bei der Arbeit, so sehr plötzlich gewusst haben, sie dürfen sich wehren, das ist ihr Körper, das ist mein Körper und du fasst den nicht an. Und ich entscheide, wer mich anfasst und ich darf Nein sagen und ich bin wertvoll. Das war so beeindruckend zu sehen. So krass war es jetzt, als ich zu Hause war, dass ich dieses Video auf Instagram gesehen habe. Und ich verlinke das mal in meine Highlights, emotionales Essen, ganz am Ende. Werdet ihr einen Ausschnitt, also eine Zusammenfassung aus einer, ja, so einer Quizshow aus Amerika aus den 70ern, es muss so ungefähr laut, also so wie die Haare aussehen in den 70ern sein. Also das ist eine Zusammenstellung aus dieser Show und dieser Quizmaster oder Showmaster, der ist so, ich weiß nicht, vielleicht so 50, vielleicht irre ich mich auch, aber naja, zumindest ein gestandener Mann, der sich an die kleinen kindlichen Teilnehmer ranmacht. In einer Form, dass ich dieses Video fast nicht zu Ende gucken konnte, weil ich es so widerlich fand. Also er hat sich durch einen Schreckmoment einen Kuss von einem Kind abgeholt oder er hat die Kinder angefangen zu überreden, dass sie ihm einen Kuss geben. Er hat sie sogar versucht zu manipulieren und zu sagen, wenn du das Spiel hier gewinnen willst, dann musst du mir aber einen Kuss geben. Und das Schockierende an der ganzen Geschichte war, er hat es im Fernsehen gemacht und die Zuschauer haben gelacht und applaudiert. Und was ich besonders erschreckend fand, ist, dass die Mädchen, auch wenn manche von ihnen Nein gesagt haben, alle gelacht haben. Sie waren alle die netten Töchter, die hier kein Aufsehen machen wollen und die sich hier nicht wehren wollen und die lieb und brav sein wollen, gut erzogen. Und es hat diesen Typen halt nicht abgehalten, davon weiterzumachen, weil es wahrscheinlich nicht überzeugend genug war für ihn. Auch wieder hier. Hier geht es nicht um Schuld. Es geht darum, dass diese Mädchen nicht gelernt haben, wirklich für sich einzustehen, aufgrund von ihren Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben, ne? Also sie haben nicht geschafft, zu 100% Nein zu sagen, weil irgendwie ein Anteil in denen drin war, der gesagt hat, mach das jetzt lieber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es könnte Ärger geben. Kinder, die das oder viele Erwachsene, die das als Kind damals erlebt haben, haben auch überhaupt nicht das Gefühl in sich drin, dass sie ein Recht haben, darauf Nein zu sagen. Also es hat sich damals häufig so angefühlt, wie wenn sich jemand meines Körpers bedient, dann darf er das auch. Dann darf er das auch weitermachen, weil ich selber gar nicht so wertvoll bin. Und das stimmt nicht, das sind alles Lügen, aber das sind Glaubenssätze und Überzeugungen, die halt im Laufe des Lebens sich entwickelt haben. Und wenn man denen nachgeht, dann hat es auch immer guten Grund, warum das so passiert ist. Es hat halt dann in der Konsequenz dazu geführt, dass in solchen Situationen nicht ordentlich Nein gesagt werden konnte, sich die Kinder nicht wehren konnten. Und dann sind sie halt ein, wie sagt man, ein leicht gefundenes Fressen für den Täter. Die riechen das irgendwie. Ja. Ich weiß, ich komme hier mit einem heftigen Thema plötzlich so um die Ecke und falls ich dich gerade hier getriggert habe oder falls du irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch hast und ahnst, dass das vielleicht ein bisschen was mit dir zu tun haben könnte, weil viele Leute einfach auch sich gar nicht bewusst daran erinnern können. Sie fühlen einfach nur, dass da was war. Das war auch übrigens ein Thema auf Kreta. Also, dass wirklich Themen bei dieser Arbeit hochkommen, von dem man nur so eine ganz kleine Ahnung hatte, dass da vielleicht was sein könnte. Aber es ist so weit unterdrückt, das ist ja die Natur eines Traumas, dass man keine wirkliche Erinnerung daran hat. Ja, also wenn ich dich getriggert habe, auf der Seite, auf der endlich frei essen Seite, endlichfreiessen.de, wenn du da Infos über das Klopfen aufklickst, dann findest du die Klopfpunkte und die kannst du jetzt einfach klopfen, so dass du dich wieder zurückholst. Also vom getriggerten Zustand, der sich nicht so gut anfühlt, hin zu dem entspannten Zustand. Also wenn du alleine die Punkte nur klopfst und das eine Weile durchhältst, dann kommst du von dem gestressten Zustand zurück in den entspannten Zustand
Und das ist eine der Übungen, um sich, ja, wenn man ja getriggert wurde in einem Trauma, das man in sich trägt, wieder zurückholen kann. Da gibt es natürlich auch noch Augenübungen, Bewegungen. Du kannst auch ein bisschen rumspringen und versuchen, deinen Körper wieder zu bewegen. Aber wenn ich dich getriggert habe, möchte ich auch sagen, dass man auf jeden Fall ganz viel daran ändern kann. Also es gibt die Möglichkeit, dem inneren Kind von damals, dem abgespaltenen Anteil, mit dem man eigentlich nichts wieder zu tun haben wollte, weil das so schmerzhaft war damals und so überfordernd, dass man diesen Anteil zurückholen kann und dass man die Situation von damals aufholen kann, aufräumen kann. Also es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Und auch wenn das in dir jetzt so einen Gedanken auslöst, wie, ja, ich kann das aber auf keinen Fall vergessen, das war viel zu schlimm und den Gefallen kann ich ihm nicht tun, indem ich das einfach fallen lasse, dann sage ich darauf, kein Täter hat was davon, wenn du das lange mit dir rumträgst. Kein Täter hat was davon, wenn du dich weiterhin quälst mit dieser Sache. Und kein Täter hat auch was davon, wenn du dich selber von der Angel lässt und die Sache loslassen kannst. Dass das so einfach im Alltag nicht geht, das weiß ich auch. Also es braucht dafür schon ein bisschen Hilfe und es braucht dafür eine Technik oder ja, irgendwie eine Möglichkeit, wie es funktioniert. Aber der einzigen Person, der du damit hilfst und der es besser geht, bist du. Und die einzige Person, der du schadest, indem du es nicht loslässt, weil es damals zu schlimm war, bist auch du, leider. Und deswegen liegt es mir so am Herzen, dieses Thema ja, in die Welt zu bringen und darüber mehr zu sprechen. Es ist immer noch so ein Tabuthema, besonders auch für Männer. Bei Frauen kommt es ja immer mehr ins Gespräch, aber für Männer gerade, ich meine, das passiert genauso und es passiert auch von weiblichen Tätern. Und da mehr ins Gespräch zu kommen und zu gucken, okay, was ist denn eigentlich damals passiert und auch zu lernen, okay, wie kann ich das aufräumen, wie kann ich mich davon befreien, von dieser Erfahrung und wie kann ich wieder zurückkommen zu dem Gefühl, dass ich wertvoll bin und dass ich mich nicht schämen muss für so eine Geschichte. Das ist nämlich das andere Thema, was ganz häufig damit verknüpft ist, die Scham. Also dieses Ich schäme mich dafür, dass das passiert ist, häufig auch geknüpft mit dem Gedanken, ich hätte mich ja nur anders verhalten sollen, dann wäre das nicht passiert. Oder vielleicht bin ich auch sogar schuld an der Geschichte, was ja noch verrückter ist, wenn man sich anguckt, wie alt die meisten Kinder eigentlich sind. Also die können da nichts besser gemacht haben oder schon gar nicht, wenn man so überrascht wird, also und in einem Schockzustand ist, wenn sowas passiert. Und in dieser Folge können dann Schuldgefühle entstehen, aber vor allen Dingen auch Scham. Und ich bin immer super glücklich, wenn ich in einer Einzelsitzung an das Thema Scham drankomme, weil ich dann weiß, dass wir ganz viel gerade in dem Moment verändern können, besonders auch für das Thema der Essstörung. Vielleicht ganz kurz erklärt, Schuld bedeutet, ich bin in Ordnung, aber ich habe was Falsches gemacht. Und Scham bedeutet, irgendwas in mir drin ist nicht ganz richtig. Also man ist so im Kern verletzt. Und das darf auf keinen Fall jemand sehen. Scham ist eins der niedrig schwingendsten Gefühle. Es gibt so eine Skala, wo Menschen das aufgeschrieben haben und gefühlt haben, was für eine Schwingung bestimmte Gefühle mit sich bringen. Und ich meine, dass Scham das ganz tiefste, unterste ist. Also was uns so wirklich richtig in uns zusammenzieht. Das ist auch ganz häufig zu sehen, dass die Körper sich zusammenziehen wollen, wenn das Thema Scham aufkommt, wenn man Scham fühlen kann im Körper. Irgendwas zieht sich zusammen und man will eigentlich im Erdboden versinken. Ja, und diese Scham spielt dann so eine große Rolle im weiteren Leben, weil sie gekoppelt ist an diesen Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll, also ich bin nicht so gut wie andere. Und das Ganze ist entstanden ganz häufig in dieser Situation, in dieser ja, Misshandlungs-Missbrauchssituation, körperlichen Grenzverletzungssituation. Und wenn wir an dieser Stelle ansetzen und das wieder in Ordnung bringen und das Kind von damals, also das innere Kind, sich da wieder machtvoll und ja, kräftig fühlt und nicht mehr ohnmächtig, dann kommt auch das Gefühl von, ich bin wertvoll zurück und ich darf.
das ist meins und ich darf dafür einstehen, weil ich genauso ein Recht auf mein Leben hier auf dieser Welt habe wie jedes andere Lebewesen auch. Das ist ein inneres Wissen dann plötzlich, das ist ein inneres Fühlen, das ist nicht vom Kopf her, sondern man kann es mit dem ganzen Körper spüren. Und das bringt die große Veränderung. Und deswegen gehe ich so gerne an diese Themen, weil man mit, ja, häufig sehr schnell, vielleicht einer halben oder einer Dreiviertelstunde Wutarbeit, so eine große Veränderung einläuten kann, dass plötzlich die Menschen wieder fühlen können, dass sie wertvoll sind. Ja, faszinierend. Und also mich begeistert es total, das zu sehen. Ja, und vielleicht schließe ich damit ab, dass ich vielleicht einmal kurz zu deinem inneren Kind durchdringen kann. Vielleicht hast du so eine Erinnerung, vielleicht hast du so eine Ahnung, welcher Anteil in dir das erlebt hat in deinem Leben. Und ich möchte deinem inneren Kind einfach sagen, du bist gut, so wie du bist. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist dir passiert. Und du hast das Beste daraus gemacht, was du machen konntest. Es war damals nichts anderes möglich. Du warst ja noch ganz klein und es war niemand für dich da. Aber jetzt wird es anders werden, weil du hast einen Anteil, der ist erwachsen geworden und der ist nicht mehr so hilflos und der weiß jetzt von dir. Und ich wünsche sehr, dass dein Erwachsener sich um dich kümmert. Du bist gut, so wie du bist. Du hast nichts falsch gemacht. Und du bist wertvoll. Ja, und damit möchte ich erstmal enden. Ich weiß, das ist so ein schwieriges Thema und ich habe vieles hier angeschnitten und vielleicht gehe ich in einer anderen Folge mal genauer noch drauf ein. Aber ja, ich glaube, das Grundsätzliche habe ich jetzt erstmal gesagt, was ich sagen wollte. Ja, schaut euch gerne das Video an in meinem Instagram in den Highlights. Es ist wirklich echt harter Tobak. Und ja, wenn du das Klopfen gerne kennenlernen möchtest, dann gibt es jetzt die Möglichkeit. Wir haben nämlich das Sommercamp 2024 gestartet, also ihr könnt euch dafür anmelden. Da werden wir uns 6-mal diesen Sommer treffen in den Abendstunden und das emotionale Essen klopfen. Also ich werde euch da einen Weg zeigen, wie ihr das Überessen im Moment stoppen könnt und wie ihr auch prophylaktisch arbeiten könnt, dass es weniger häufig dazu kommen wird. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes, auch auf Endlich frei essen, Sommercamp 2024. Und ja, wir starten am 2. Juli. Das ist der erste Abend, an dem wir zusammenarbeiten werden. Es für die, die gerne mit mir persönlich arbeiten wollen, ihr habt die Möglichkeit, euch da zur Wahl zu stellen sozusagen. Wir werden dann losen und gucken, mit wem mit ein oder zwei Personen werde ich halt direkt arbeiten. Und ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Sonst wünsche ich dir ein paar schöne Sommertage und hoffe, dass wir uns recht bald hier wiederhören werden.